Ja, grüß euch, liebe Salzburg-Fans. Wir sind heute in der letzten Runde vom Grunddurchgang. Es geht gegen Altach und es geht heute um einen neuen Punkterekord für den Grunddurchgang. Also, Leon, kommt ins Stadion, schauen wir, was heute passiert und schauen wir mal, was die Fans dazu sagen und wie die tippen, wie das Spiel heute ausgeht. Ja, ich habe jetzt bei mir den Kurt, den René und den David. Das ist richtig zusammengekriegt von der Reihenfolge. Das wisst ihr, wir haben heute die letzte Partie im Grunddurchgang. Es geht gegen Altach. Was erwartet es euch? Schaffen wir einen Punkterekord, Kurt? 6-0. 6-0? Jawohl, das ist eine Ansage. Ich habe 5-1 gesagt. 5-1? Ich habe 4-1 getippt. Ich habe 4-0 getippt. Ah ja, naja, schauen wir mal. Ja, ja, und das wird Sicherheit gegen Altach, das sind immer noch alles sehr attraktive Spiele, zumindest für uns Salzburg-Fans. Für die Altacher meistens nicht. Also ich hoffe, ihr habt alle recht, weil dann haben wir viel Spaß im Stadion. Wie seid ihr zufrieden bisher mit der Saison? Perfekt. Es läuft alles nach Plan. Läuft alles nach Plan? Also, Cup ist schade. Ja, klar. Oh mein Gott, das kann passieren. Also. Ja, wir verschießen, kannst du einmal verlieren, ne? Ja, wir verschießen, genau. Von wo seid ihr? Kärnten. Ich möchte euch gerade sagen, vom Dialekt. Das ist nämlich, und ihr seid von Kärnten, kommt das oft zu den Ligaspielen? Wir haben da. Ja, jawohl, das finde ich geil. Das finde ich richtig geil. Und Europa war mein Jahr fast alles dabei. Ja. Halleluja. Das möchte ich mal, sollen Sie bitte alle, die näher wohnen, aufschreiben? Es gibt keine Ausrede, nicht ins Stadion kommen, gell? Bitte. Hinter die Loser schreiben. Ja. Ja. Ganz groß. Wollt ihr irgendwen grüßen? Wollt ihr irgendwas ausrichten an irgendwen? Ich grüße die Annabelle. Ist das dein Freund? Ja. Jawohl, das fände ich, das ist geil. Ich nehme Adrian, der soll mehr mitkommen. Das ist der Beste. Das habe ich aber zwei richtig große. Kurt, du? Ich grüße meine Claudi. Deine Frau vermute, oder? Nein, mein Lebensabschnittsgefährte. Achso. Jawohl. Sehr gut. Das ist, ja, dann sage ich einen herzlichen Dank. Ich wünsche euch viel Spaß im Stadion. Dankeschön. Danke, servus. Danke, servus. Ciao. Ich habe jetzt den Mario und den Max bei mir. Und der Max, heute ist ja Premiere. Du bist was? Ich lasse mich ab. Jawohl, super. Das ist natürlich das Wichtigste, weil wir brauchen auch Nachwuchs bei den Fans, nicht nur bei den Spielern. Du hast ja einen, mit Maximilian einen wirklich klassen Namen. Da war ich bis vor kurzem einer unserer besten Spieler. Mit dem gleichen Namen, Maximilian Wöber. Und du bist der Mario, wie? Genau. Du bist oft da von dir? Nein, nicht so oft da, ich bin selber Fußballer. Ah, sehr gut. Ja, ich sag, du bist selbst spielen müssen, wahrscheinlich oft, oder? Genau. Meistens Samstag, also haben wir nicht Zeit. Ja, das ist bitter, das kenne ich. Kenn ich leider selbst von früher gut. Ja. Ich war dann Schiedsrichter, da ist man dann ähnlich gegangen. Okay, ja. Ja, was erwartet euch? Ihr wisst, heute ist letzte Runde des Grunddurchgangs. Wir haben die Chance auf einen Rekord. Was erwartet euch heute für ein Ergebnis? Gegen Altach. Es ist auch sicher 4-5 Tore. Also zum Null auf alle Fälle. Ja, ich werde es auch hier 4-1 tippt. Ja. Weil wir gibt es ja diese Tipp-App in unserer App. Lass einem, vielleicht macht es mit. Und du bist das erste Mal im Stadion, Max. Ja. Den 1000-Euro-Schutz nicht vergessen, mitmachen. Vielleicht gehst du mit 1000 Euro handeln, was? Ja. Also App installieren, FC RBS-App und mitspielen. Mario, Max, ich wünsche euch viel Spaß im Stadion und ich hoffe, dein Tipp mit 4-5 Tore geht auf. Passt. Danke, vielmals, für dich. Servus. Danke, ciao. Ciao, servus. So, ihr wisst bei mir den. Mario, grüß euch. Hallo Mario, wir sind da in Salzburg vom Stadion Gläsheim, wie Sie es alle sehen können, meine Freunde. Genau. Auch genannt Red Bull Arena, ich bin der Christian. Christian, servus, freu mich, dass du da bist. Dass du Zeit hast, dass du heute kommen kannst zum Sprühen. So wie immer eigentlich. Ah, oder was? Achso, ich hab dich noch nie gesehen, da gemacht. Ja, es ist ganz selten, dass ich mich her verirre. Also, ja, mit der Dauerkarte was sonst. Ja, also, so geht es eben auch. Ja, ist ja klar, das ist gut. Ja. Sag, heute spielen wir gegen den Spielmann gekehrt. Gegen Altach, oder? Hätte ich mir gedacht, oder? Spielen wir heute mal. Also, ja, ich habe da sowas im Hinterstübchen, so Altach irgendwie, dass wir da heute halt einen Popo versohlen auf gut Deutsch. Das finde ich gut, dass du das formulierst. Ja, man muss ja schauen, was der, weil sonst wieder was. Ja, in einem schwarzen Balken runtersehen, sage ich. Nein, der YouTube-Kanal ist nicht für Kinder freigegeben, das kann man bei YouTube auswählen. Also ja, du darfst auch dein Bier trinken. Aha. Er tut es auch, das ist richtig. Ja, ja, also ich nur ein Bier. Versteckte Schleichwerbung fürs Augustiner. Salzburger Augustiner, muss man immer dazu sagen. Genau. Achtung. Wobei es München auch nicht schlecht ist, muss man auch zugeben. Aber ja, das andere ist gut. Aber was willst du jetzt wissen von mir? Wie viel gewinnen wir denn heute? Heute 2-0. 2-0? 2-0 ist 4-1 gewinnen. Schau, oder was? Ja. Scheiße, muss ich doch nicht mehr ins Wettbüro umtippen. Naja, nicht ins Wettbüro, in unserer App. In der App ist also, so neumodern, ich bin ja schon einer von den Älteren, Ding so neumodern mit App und alles, das bin ich ja nicht. Ich bin ja kein Generation Set, oder wie sie alle nennt. Ja.
Ich bin ja nur aus den 70er, meine Freunde. Ach so, ja. Aus den 70er. Ich Ende 80er. So ein junger Opfer. Ja, aber wir haben heute einen interviewt, der ist heute das erste Mal im Stadion. Was? Ja, gibt sowas ja. auch? Gibt sowas auch? Wir brauchen auch Fan-Nachwuchs. Ja, sag mal. Ja, wie alt war denn der? Ja, hab ich nicht gefragt. Aber ich würde sagen, so 12, 13 vom Ach so, ich mir gedacht, so 40, 50. Mario! Gegen mein Stadion, gehen wir Gas. Wir müssen noch anzahlen, weil sonst versammeln wir den Anstoß. Ja, also. Auf ein geiles aber Spiel. Aber es hat mich gefreut. Dankeschön. Christian, oder? Christian, jawohl. Chris, der oder? Darf ich Chris? Ja, Fanclub Chris. Darf ich Chris sagen? Kannst du sagen. Passt. Fanclub Chris, Christian. Fanclub Lebenslang. Fanclub Lebenslang. Werbung für einen Fanclub. Genau, für einen Fanclub Lebenslang. Ja, muss auch drin sein, Freunde. Also. Ja, genau. dann sage ich, Freunde, habe ich gefreut, sage ich danke, Chris. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch und dass nur so lässige Leute trifft, so wie mich. Einmal ein Bier in der Hand. Genau. Und du warst euch lässige Interviews gegen und sagen, wie es läuft. Jawohl. So wollt ihr mit dem Chef sprechen oder mit einem, der was sie auskennt? Mit Schmied oder mit Schmiel? Mit Schmied natürlich. Mario, hab danke schön. Habe ich gefreut, gell? Servus. Ciao. Viert euch, ciao, liebe.